Moin aus Hamburg, ich bin Carsten. Die Ferien- und Urlaubssaison, die beginnt und das heißt, die Spielsaison, die geht wieder los und ihr seid unterwegs mit euren Freunden. Und das heißt für mich, ich werde aufgefordert und gebeten von meinen Freunden, bitte diesen pinken Einhornsack zu füllen mit Spielen. In dieser Folge werde ich diesen pinken Einhorn-Rucksack voll machen mit Push-Your-Luck-Spielen. Push-Your-Luck-Spiele, das sind fordere dein Glück heraus. Die Spiele, die hier hinter mir sind, die kannst du mit Taktik gewinnen. Bei den Push-Your-Luck-Spielen ist es wie im Casino. Du forderst tatsächlich dein Glück heraus und es liegt an dir, wann du aussteigst oder noch einmal dein Glück herausforderst und entweder gewinnst du oder du verlierst. Für diesen Rucksack werde ich jetzt gleich einige Spiele, die ich toll finde, für den Urlaub in die Kamera halten und dann mache ich einmal einen Blick von oben und zeige euch ein bisschen, worum es in dem Spiel geht. Ich werde es euch nicht komplett erklären, sondern einfach nur ein bisschen anteasern und ihr habt einen ersten Eindruck, ob das was für euch und eure Gruppe im Urlaub ist. Als erstes in den Rucksack kommt Calavera. Calavera macht richtig viel Spaß und es ist richtig gemein, weil man immer den Blick bei dem anderen auf dem Blatt hat und sagt, so, jetzt höre ich auf, jetzt mach mal du deine komischen Kreuze bei den Totenköpfen oder man macht weiter und ja, dann ist man leider raus. In Calavera gewinnt der Mitspieler, der am meisten Punkte am Ende des Spiels für sich einfrieren kann. Das macht er mit diesen 6 Würfeln. Er darf bis zu 3-mal würfeln und er darf, ich tue die jetzt einfach mal andersrum, er darf so oft würfeln, wie er möchte. Er kann sich auch Sachen zur Seite legen, die nachher auch nochmal würfeln. Und zwar versucht er in dieser Leiste so weit wie möglich hier auf die 8 oder auf die 10 zu kommen oder 4, 5, 6. Wenn er hier irgendwann angelangt ist, wie dieser Mitspieler hier bei der 6, dann muss er in seinem Zug einfach nur 2 von diesen Blüten würfeln und friert dann die 6 hier zum Beispiel ein. Hier hat der Mitspieler das auch jeweils da gemacht, weil er Angst hatte, er kommt irgendwann in die Nummer 4. Wie passiert das? Nachdem du 1, 2, 3 Mal gewürfelt hast, entscheidest du dich eben für deine Kreuze, die du hier machst und dann ist der nächste Spieler dran, macht genau das, was du auch machst, er würfelt und trägt sich seine Farben hier ein. Doof ist nur, wenn du in einem von deinen Würfen einen Totenkopf gewürfelt hast. Doof nur für die anderen Mitspieler, weil du würfelst einfach so lange weiter, der bleibt hier nämlich einfach liegen, bis du fertig bist. Du sagst nachher einfach nur, das wird nicht mehr wie 2 von diesen gelben, die möchtest du gerne eintragen. Alle anderen Spieler müssen jetzt am Tisch entscheiden, ob sie so einen schwarzen, so einen türkisen oder so einen rosanen einzeichnen. Du hast einfach einen Blick auf die Zettel von den anderen Mitspielern, weil wenn du das riskierst mit deinem Totenkopf, und hier jetzt diese einträgst und du siehst Pascal auf der anderen Seite, der ist schon hier auf der 10 und muss noch einfrieren, da muss ich jetzt einen von diesen Würfeln einzeichnen. Okay, den schwarzen werde ich nicht nehmen und diesen hier, da ist er auch schon hier ganz knapp davor. Also riskierst du einfach nochmal mit einem weiteren Wurf zu würfeln. Okay, das ist für dich jetzt ganz gut. Die Dinger, das sind nochmal Joker, aber bei einem zweiten Totenkopf passiert noch erstmal gar nichts. Die anderen Mitspieler dürfen oder müssen sich diese Farben bei sich eintragen. Passiert aber jetzt dieses, du bist zu gierig, du hast dein Glück zu sehr herausgefordert. 3 Totenköpfe heißt, du trägst dir gar nichts ein. Aber die anderen Mitspieler, die dürfen natürlich sich etwas eintragen, müssen sie sogar. Du oder ihr versucht also mit geschickten, ganz gemeinen Würfen die anderen hier über die 10 hinaus in den grauen Totenbereich zu kriegen, in die minus 4 oder minus 3 oder in den Nullerbereich. Dann war diese Reihe komplett für gar nichts da. Am Ende rechnet ihr nochmal ab, wer hier über diese Schranken rübergekommen ist und alles hier ausgefüllt hat. Dann kriegt derjenige dann hier noch so einen Bonus, der zweite bis vierte Spieler auch noch so einen Bonus. Ihr addiert alles zusammen und am Ende hat der Calavera gewonnen, der meisten Punkte hat. Also probiert es aus, das kommt mit in den Rucksack. Das zweite Spiel ist Lock and Roll. Das sieht ganz niedlich aus und wenn man dieses Spiel auspackt, da ist diese kleine Holzlok, die heißt Emma, die stellt man auf die Schienen. Das sieht auch ganz niedlich aus und man würfelt die ersten Runden und das ist auch ganz niedlich. Bis man irgendwann merkt, man kriegt seine blöden Handkarten nicht weg. Das ist ein Push-Luck-Spiel, was ich euch jetzt einmal vorstelle.
Bei Lock'n'Roll fangt ihr hier einfach mit einer Bahnstrecke an, mit 4 Karten, und da stellt ihr Emma auf die dritte. So, ein Nachziehstapel kommt einfach hierhin und jeder von uns bekommt 2 Handkarten. Die wollen wir im Laufe des Spiels alle loswerden. Genauso, wenn wir Karten ablegen auf den Ablagestapel von einem selber, der soll nachher so gering wie möglich sein. Wir versuchen auch diesen Ablagestapel loszuwerden. Gewinner des Spiels ist später am Ende, wer die wenigsten Minuspunkte hat. Sind wir am Zug, ziehen wir immer eine Karte und dann dürfen wir gucken, wie wir hier anlegen. An diese Karte zum Beispiel dürften wir keine Zweierkarte legen. Also gucke ich, was ich habe. Super, das klappt alles wunderbar. Ich lege hier zum Beispiel eine 3 an. Alle Karten, die ich hier anlege, da gucke ich einmal die Zahl, was ich hier anlege. Und zwar hier bei einer 3 müsste ich jetzt mit 3 Würfeln von Emma würfeln. Würfel ich diese Würfel, darf ich jetzt hier 1, 2 Schritte nach vorne gehen. Alles super, alles gut. Diese Karte bin ich losgeworden. Ich musste keine Strafkarte ziehen, denn wenn ich jetzt eine 3 gewürfelt hätte, 1, 2, 3, das wäre nicht gut. Das bedeutet immer, dass Emma entgleist. Das heißt, eine Karte muss ich jetzt hier ziehen, weil ein Würfel konnte ich nicht erfüllen. Der kommt auf meinen Ablagestapel. Emma kommt wieder zurück und der nächste Spieler ist dran. Im Laufe des Spieles bauen meine Mitspieler hier einfach ihr Streckennetz einfach weiter an. Jedes Mal, wenn ich Strafpunkte bekomme, kann ich sie auf die Hand nehmen oder muss sie auf die Hand nehmen, aber wenn ich sie auf meinen Ablagestapel legen muss, darf ich meine Strafpunkte so sortieren, dass ich Karten, die hier auf dem Ablagestapel drauf liegen, mit der Handkarte kombiniere. Und 2 von den gleichen Karten, die fliegen aus dem Spiel. Zack, die sind für die Endabrechnung schon mal raus. Hier würde eine 1 liegen, ich muss hier eine 1 nehmen. 1 und 1, bitte, kommt auch weg. Und so kann man ganz geschickt austarieren, welche Karten liegen hier. Und man hofft vielleicht sogar, dass Emma entgleist, dass man diese Karten nimmt, weil hier vielleicht eine 4 liegt. Zack, also sind diese Karten schon mal aus dem Spiel. Wenn man jetzt mehr als 4 Schritte gehen sollte, heißt, man hat hier eine 4 gelegt und dann kommt hier nochmal eine 4 oder eine 2 einfach dazu, dann würfelt man einfach mit, wo ist eine andere Würfel, einfach mit 4 Würfeln, da, einfach mit 4 Würfeln und nimmt dann einfach nochmal die nächsten 2 und dann zählt man die Räder zusammen. Das einfach einmal im Groben. Emma ist schon gemein. Soll sie jetzt entgleisen, soll sie nicht entgleisen, nimmst du die Minuspunkte einfach in Kauf, weil du siehst auf dieser Schiene, da kommen gleich genau die Punkte, die du brauchst, um die anderen Karten loszuwerden. Und dann ist da dieser Dussel am Tisch, der nochmal dusseliger wirft und sich diese blöden Karten wegnimmt. Und dann hast du diese ganzen blöden Handkarten trotzdem noch auf der Hand. Sieht unscheinbar aus, sieht niedlich aus, ist aber taktisch total clever gemacht. Ist gemein, macht Spaß, kommt in den Rucksack. Ausprobieren. Klein, fein und nimmt keinen Platz weg im Koffer oder im Rucksack. Das Tiefseeabenteuer. Wie das funktioniert, zeige ich euch. So, Tiefseeabenteuer. Einmal mal ganz kurz in die Tüte gesprochen. Wir haben hier einmal alles das, was unter unserem U-Boot ist. Da sind jetzt alle Spieler. Das sind jetzt unsere Taucher, die auf den Meeresgrund herabsteigen wollen. Und wir basteln uns hier so einen schönen Pfad einmal. Ich mache mal gleich Zeitraffer. Hier gehen jetzt unsere Taucher einmal auf Schatzsuche. Auf der Rückseite sind immer Siegpunkte, die natürlich kein Mensch weiß. Und da müssen die Taucher jetzt nach unten. Gewürfelt werden mit diesen beiden Würfeln. Und da sind nur Einsen und Zweien und Dreien drauf. Mehr ist da nicht. Und jetzt müssen die hier runter. Und dieser Sauerstoffmarker, der zeigt immer an, wie viel Sauerstoff ist eigentlich noch vorhanden. Mit wie vielen Schritten kommen die hier wieder nach oben. Man würfelt sich einfach so zurecht, dass man sich diese Plättchen umdreht und dann mit diesen Plättchen wieder nach oben kommt. Hat eine gewisse Regelung, natürlich hat es eine Regelung. Wie das alles funktioniert, Push Your Luck, in einer ganz kurzen, knackigen Anleitung hier vorhanden. Du, und wer sein Glück einfach ein bisschen zu viel herausfordert, der kommt einfach nachher nicht mehr zurück ins U-Boot und verliert alle seine Punkte. Das Tiefseeabenteuer ist kurzweilig. Es ist wirklich kurzweilig, aber es macht als Füller zwischen zwei Spielen oder einfach bevor man an den Strand geht, bevor man zum Essen ins Restaurant geht, richtig viel Spaß. Und man kann es einfach mitnehmen und bevor das Essen kommt, einfach nochmal auf den Tisch kloppen und einfach abtauchen und versuchen wieder aufzutauchen. Und eben das Tolle daran ist,
schafft man es ins U-Boot. Also, einfach mitnehmen, einfach ausprobieren, passt in den Rucksack und somit zum nächsten Spiel. Und wir machen weiter mit Auf die Nüsse. Auf die Nüsse ist ein Push-Your-Luck-Spiel par excellence. Oder wie sagt man das? Pass auf, ich zeige euch mal ganz kurz, wie es geht und dann bin ich gleich wieder da. Ahoi! Bei Auf die Nüsse bekommt jetzt jeder Mitspieler erstmal so einen Hundewürfel. Dann ist jeder Spieler reihum und würfelt diese 5 Würfel. Ziel ist es, so viele wie möglich von diesen Eicheln zu erwürfeln. Hier ziehen wir jetzt einfach mit oder der Mitspieler eine. Bei diesen komischen Eichhörnchen oder was auch immer das sein soll, da darf man einfach weiter würfeln. Also eine Hammer. So, 2 Hammer. Und wir dürfen weiter würfeln. 3, 4, 5, 6. Super, wir dürfen weiter würfeln. Und so machen wir einfach weiter, bis so ein Eichel herkommt. Den legen wir einfach zur Seite. Den dürfen wir nicht mitwürfeln. Zählen aber jetzt hier wieder diese Eicheln und würfeln einfach weiter. So, das sieht schon nicht mehr so toll aus, aber die Eichel, die dürfen wir nochmal mitzählen. Wir würfeln einfach weiter. So, zack. Und jetzt können wir entscheiden, hören wir lieber auf, weil wenn wir jetzt 4 von diesen Dingern, 5 von diesen Eicheln hier haben, dann ist unser Wurf komplett auf Null. Alle Eicheln, die wir bisher erwürfelt haben, Null. Also hören wir lieber vorher auf zu würfeln und sagen dann einfach, so jetzt ist Schluss bei 11 von diesen Eicheln. Bitte schreibt es auf, der Nächste ist dran. Bitteschön. So, der nächste Spieler macht genau das Gleiche und jetzt hat er folgende Situation. Er würfelt jetzt nicht komplett mit allen Würfeln hier diesen Eichel her, sondern er würfelt dieses Eichhörnchen. So, so sieht es jetzt aus. Egal wie viele von den Eicheln er vorher jetzt gewürfelt hat, die sind jetzt einmal komplett weg. Genauso wie bei den Kollegen hier. Eicheln, Punkte gleich 0. Aber jetzt hat er noch einmal eine Chance. Mit allen Würfeln, mit denen er jetzt gewürfelt hat, sagen wir jetzt mal, da sind hier da nochmal 2, 3. Die hat er sich schon zur Seite gelegt und hat jetzt einmal 2 von diesen Eichhörnchen gewürfelt. Jetzt darf er einmal sagen, okay, die sind jetzt einmal weg, aber mit den Würfeln darf er jetzt einmal noch eine Trostrunde würfeln. Und zwar würfelt er so oft und so lange diese Eicheln und zählt 1. Ja, 2, 3, 4. Mit Glück können wir auch den hier haben. Da hat er auch nur noch eine. So, das könnt ihr jetzt die ganze Zeit ganz bunt machen. Jetzt kommen aber die Hunde der anderen Mitspieler. In der Zeit, wo dieser Kollege hier diese Eicheln versucht zu würfeln, sind jetzt alle Mitspieler dran, natürlich einer nicht, und würfelt diese Würfel und versuchen, so, der hat einen Hund. Wenn der einen Hund hat und der einen Hund hat, dann ist der Kollege da Schluss. Die Eicheln, die er hier jetzt gewürfelt hat, die darf er sich jetzt aufschreiben. So, wenn jeder Mitspieler jetzt einen Hund gewürfelt hat, dann ist laut Spielanleitung die Regel, dann muss der Spieler einmal Wuff, Wuff sagen. Nee, ihr könnt einfach sagen, so, Hund, Hund, Hund. Und dann hört dieser Kollege auf zu würfeln und schreibt sich einmal die ganzen Eicheln auf, die er hier erwürfelt hat. Und dann ist die Runde zu Ende und zack, der nächste Spieler ist dran. Wo sind jetzt die Erdnüsse? Wann kommt der Hund? Wann muss ich würfeln? Wie schnell muss ich sein? Wann sage ich jetzt wieder Stopp? Dieses Spiel macht einen auf zweierlei Art wahnsinnig. Zum einen, weil man die ganze Zeit in Action ist und man möchte eigentlich bei so einem Filler, also zwischen zwei Spielen, eigentlich mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Das ist eine Hektik pur am Tisch. Und das Zweite, warum einen dieses Spiel wahnsinnig macht, wer das dabei ist, zum einen, der geht noch gar nicht verloren, weil in jedem Rucksack. Moritz, kommst du? Moritz kommt. Dieses Geräusch im Rucksack, es macht einen wahnsinnig. Also, ich packe es jetzt hier nochmal rein, wenn man mich jetzt versteht. Und wehe, der eine rennt dem anderen hinterher. Wenn wir jetzt schon einmal bei bekloppten Spielen sind, da ist Zombiewürfel nie weit. Bei Zombiewürfel, da müsst ihr gar nicht die große Packung mitnehmen, sondern ihr friemelt euch einfach hier diesen kleinen Büdel da raus. Dann könnt ihr diese große Verpackung nämlich zu Hause lassen. Der Büdel, der kommt hier mit in den großen Büdel. Und wie das aber eigentlich funktioniert, zeige ich euch jetzt. In Zombiewürfel geht es um Gehirne. Der erste, der 13 Gehirne erwürfelt hat,
gewinnt dieses Spiel. Wie geht's? Ihr habt hier eure Würfel. Auf den Würfeln, da sind Gehirne drauf. Da ist aber auch ein Schuss drauf und da sind Fußspuren drauf. Was die bedeuten, zeige ich euch jetzt. Ihr zieht aus diesem Beutel immer drei Würfel. Also ihr würfelt immer mit drei Würfeln. So, und jetzt heißt das schon, ihr seid zweimal getroffen. Das ist nicht gut. Wenn ihr dreimal getroffen seid, ist für euch die Runde zu Ende. Wir machen das aber mal anders. Und zwar, wir tun mal so, als hättet ihr jetzt drei Gehirne geworfen. Das ist super. Ihr hättet jetzt schon drei Punkte. Die könnt ihr jetzt zur Seite legen und die nächsten drei würfeln. Oder ihr hättet beim ersten Wurf zwei von diesen Schüssen abbekommen. Das sind nämlich die Zombiejäger. Die haben zweimal auf euch geschossen. Das heißt, ihr dürft nochmal würfeln und wieder zwei ziehen. Und ihr macht weiter, weil ihr denkt, oh, die verfehlen mich jetzt. Und das Spiel ist aus. Alle Gehirne, die ihr jetzt in dieser Runde erwürfelt hättet, die sind jetzt weg. Wir machen das immer nochmal anders. Und zwar Gehirn des und das. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, okay, den Punkt nehme ich zur Seite, den Schuss, den muss ich zur Seite legen und mit dem, der sagt, ich darf weiterrennen, ich bin auf der Flucht, also ziehe ich mir wieder zwei, weil immer mit drei wird gewürfelt und sage, ja, das schaffe ich noch. So, dann habe ich noch ein Gehirn, noch einen Schuss und ich könnte jetzt nochmal weitermachen, weil das aber zwei Schüsse, zwei Treffer gegen mich sind. Ich höre mal lieber auf und trage mir diese zwei Gehirne ein. Zack, aus die Maus, der nächste ist dran. Alle Würfel kommen hier wieder rein. Der nächste würfelt wieder mit drei. So, zwei Gehirne, findet er super, nimmt sich wieder zwei da raus, würfelt, bam, zwei Treffer und das ist noch ein Gehirn, drei Punkte. Nö, der versucht das nochmal. Mit drei Würfeln wird gewürfelt, so, und zwar, wow, Glück gehabt, zack, und jetzt hört er auf. Das sind zwei, vier, fünf Punkte, die er sich einträgt, alles im Sack, der nächste ist dran und so weiter. Das ist das Spielprinzip, ne? Gehirne erwürfeln. So, das ist Zombie-Würfel. Die Gehirne, die du in diesem Spiel gewinnst, die hast du auch schon längst vorher abgegeben. Die sind da jetzt in diesem Büdel drin. Aber dieses Spiel, ob am Anfang, in der Mitte des Spielabends oder am Ende als schön, dass ihr da wart, es macht einfach Spaß, weil es so bekloppt ist. Macht es einfach mal. Gehirn ausschalten und würfeln. So, und jetzt Gehirne wieder anschalten. Wir machen weiter mit Port Royal. In Port Royal gibt es eine Erweiterung, die ist hier oben drin und die heißt Port Royal unterwegs. Und ihr erkennt die Erweiterung hier unten an dem U. In diesem kleinen Stapel muss man keine Karten mehr aus dem Grundspiel hier mit reinmischen. Das ist für sich kompakt und reisefreundlich. Wie es funktioniert, zeige ich euch mal ganz schnell. Wie im originalen Port Royal zieht ihr bei Port Royal unterwegs vom Nachziehstapel in die Hafenanlage eure Karten. Es gibt in Port Royal unterwegs keine Missions- oder keine Aufgabenkarten, sondern ihr müsst die Passagiere transportieren und anders wie im Original müsst ihr nicht 12, sondern nur 8 Siegpunkte erreichen und das macht ihr meistens hier mit den Passagieren. Die sind 2, 3 Punkte wert, aber jetzt kommen auch die Schiffe, die sind genau wie in den anderen Originalspielen, die sind identisch. Da kommt die dritte, machst du jetzt weiter, ja oder nein? Das Spielprinzip hat sich überhaupt nicht geändert, nur dass die Passagiere jetzt dazugekommen sind und es keine Aufträge gibt. So, Port Royal unterwegs ist einmal eingetütet und kann einmal in den großen Büdel und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Machen wir weiter mit Push. Push ist eins von diesen Spielen, wo man vorher glaubte, seine Freunde zu kennen, sie aber während dieses Spiels wirklich gar nicht mehr versteht. Weil ständig kommen Karten auf deinen eigenen Stapel, dann wird diese Kartenreihe wieder umgedreht und dann wird gewürfelt und haha, alle freuen sich, nur du nicht. Und wie das funktioniert, zeige ich euch mal ganz schnell. In Push pushst du tatsächlich dein Glück. Push your luck. Du hast einen Nachziehstapel. Von dem ziehst du jeweils immer eine Karte, so lange wie du möchtest und dich traust. Und du kannst drei Reihen anfangen. Und zwar zum Beispiel hier eine violette 1 und sagst, alles klar, eine violette 2. Du darfst in einer Reihe nicht die gleiche Farbe und nicht die gleiche Zahl haben. Also zweite Reihe, das geht. Okay, das geht nicht, gleiche Farbe, gleiche Nummer, also tust du sie hier hin. Das tust du jetzt so lange, wie du dich traust. Hier haben wir eine 5, alles klar,
Die mache ich jetzt hier hin. Dann mache ich eine 3. Ja, die kann ich auch hier hin machen. Und dann habe ich noch eine 4 gezogen. Alles hier vom Nachziehstapel mache ich auch hier hin. Wenn das nachher hier immer voller wird und du sagst, okay, jetzt ist für mich Schluss, dann sage ich einfach, diesen Stapel oder diese Reihe, die möchte ich für mich haben und die lege ich bei mir in die Auslage. Und dann sortiere ich hier einfach nach Farben. Ich habe hier vielleicht schon hier so, die sind alle in der Reihe gewesen. Und ich gucke jetzt nicht auf die Zahlen, ob das stimmt. So, die sind bei mir in der Auslage, die sind erstmal für mich sicher. Erstmal. So, die anderen Spieler reihum dürfen sich jetzt eine Reihe aussuchen. Hier liegen jetzt auch noch einfach schon mal mehr Karten. Und suchen sich einfach ihre Reihe aus, legen sie in ihre Auslage. Erstmal soweit gut. Der Spieler, der sich jetzt diese Reihe oder Spalte aussuchen muss, der hat einmal dieses Symbol mit dem Würfel. Der sortiert sich jetzt auch erstmal seine Farben so zurecht. Ich sage jetzt einfach mal so, ich hoffe, das ist alles im Bild. Bei so einer Karte, da muss er einmal würfeln. Das bedeutet, könnt ihr euch denken, alle von seinen blauen Karten, die fliegen einmal raus. Bei einem Stern hat er Glück, da passiert gar nichts. Die Karte kommt dann einfach zur Seite und der nächste Spieler, es geht einfach weiter. Und damit das nicht passiert, dass du Karten mit so einem Würfelwurf hier einfach für immer aus dem Spiel nehmen musst, kannst du anstatt diese Karten aufzudecken, zu sagen, die Karten, die hier sind, die sichere ich mir. Die kann mir dann keiner mehr nehmen. Und am Ende hat sowieso der gewonnen, der hier die meisten Punkte hat, egal welche Farbe das ist. Aber anstatt sich hier eine Karte zu nehmen, nimmt man sich einfach einen Stapel von seiner Auslage, legt ihn zur Seite und der ist erstmal schon mal sicher. Doof ist auch nur, wenn man jetzt an der Reihe ist und man hat hier eine schöne Auslage und man denkt, ja, diesen ganzen Stapel, den möchte ich jetzt gleich einmal abgreifen, das sind richtig viele schöne hohe Punkte. Guckt jetzt bitte nicht auf die Farben und auf die Zahlen. So, und ich sage jetzt einfach, ich möchte gleich diesen Stapel haben, der hat richtig viele Punkte. Decke eine Karte auf und bam, da ist schon leider überall eine 2 drin und auch schon überall ist dann eine blaue Karte drin. Ich kann also nicht mehr anlegen. Meine Strafe ist einfach, ich darf mir keine Reihe aussuchen, muss aber leider einmal würfeln und von meiner Auslage darf ich leider einmal wieder die besagten Karten aussortieren und aus dem Spiel schmeißen. Habe ich mir jetzt meine Reihe ausgesucht, wenn ich am Zug war, ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn dran, um sich eine Reihe zu nehmen. Da kann es eben passieren, dass da diese Würfelkarte mit bei ist und der muss leider würfeln. Da geht leider kein Weg dran vorbei. Mit Glück macht er den Stern und mit Pech darf er von seinen Karten leider die Farbe aussortieren. Es sei denn, vom Nachziehstapel wird so eine Karte gezogen. Das heißt einfach Richtungswechsel. Der Richtungswechsel heißt einfach nur am Ende der Runde darf nicht der im Uhrzeigersinn sich eine Spalte oder Reihe hier aussuchen, sondern der Spieler, der auf der rechten Seite liegt. Und hier kann es eben passieren, dass derjenige dann leider so einen Würfel sich nimmt und einmal würfeln muss und Karten zerstören muss oder eben, wenn er Glück hat, diesen Würfel hat. Die Spielerreihenfolge dann in der nächsten Runde, die ändert sich nicht, die geht ganz normal weiter. Und so versuchst du dir die Spalte oder die Reihe auszusuchen mit den besten und höchsten Punkten. Und wenn du dir so eine Würfelkarte ziehst, packst du sie einfach nochmal beim nächsten Spieler hier mit drauf und sagst dann so, jetzt ist Schluss, ich nehme mir einfach mal diese Reihe und so Karl-Heinz, du darfst dir jetzt diese Karte nehmen oder einfach die, wo auch schon so eine Würfelkarte ist. Dann mal viel Spaß beim Würfeln, aber ich bin erstmal sicher mit meinen Farben. Danke. Meine Freunde im Spielcafé, die wissen, ich bin so der ganz liebe, nette, harmonische Spieler. Ich gebe auch gerne mal Karten ab. Wenn ich die gar nicht mehr brauche, frage ich immer, was brauchst du noch für eine Farbe? Jo, habe ich, die kannst du erstmal haben. Und brauchst du noch irgendwas? Wo alle immer den Kopf schütteln und sagen, was gibst du jetzt deine Karten ab? So, die brauche ich ja nicht mehr. Bei dem Spiel, da war ich nicht mehr freundlich. Ich habe das erste Mal bei Freunden gespielt. Und dann war das genau das Gleiche, wo ich nur dachte, oh, guck mal, der braucht noch die rote, der braucht, brauchst du noch? Ich habe das nachher aufgehört zu fragen. Ganz ehrlich, da habe ich irgendwann gesagt, so jetzt ist mal Schluss mit lustig. Jetzt möchte ich hier Push. Ich will den Sieg haben. Das macht Spaß. Das macht so einen Spaß. Und gerade die Leute, die irgendwie an der Kante sitzen und irgendwann denken, ich würde jetzt doch gerne mal mitspielen. Ich bin zwar kein Brettspieler, Kartenspieler, Push-Luck-Spieler, überhaupt ein Spieler. Da würde ich gerne mal mitmachen. Lasst ihn. Kommt mit in den Rucksack. Nächstes.
Gott, Charlotte, Maximilian. Ich merke jetzt schon wieder, wie ich aggressiv werde bei dem Spiel. Bin ich sonst nicht. Oh Gott, da spiele ich lieber die Gehirne von den Zombies nochmal. Gott, nimm dieses Push-Spiel weg. Oh Gott, jetzt klödert noch auf die Nüsse. Gott, das wird, komm, wir sind gleich zu Ende. Komm. Wir machen weiter mit der Goldmine. My good gold mine. Nee, my good. Gott, jetzt werde ich bin schon ganz wuschig durch dieses Spiel. Um die hier geht's. Die Gold Nuggets in My Gold Mine. Du befindest dich in einer Goldmine. Alle Spieler starten in der Mitte. Nacheinander dreht jeder Spieler so oft und so lange er möchte diese Karten um. Natürlich weiß er nicht, was auf der Rückseite ist, in diesem Fall ein Nugget. Er dreht so lange weiter Karten um und sammelt Nuggets und Nuggets, bis irgendwann einmal ein Drache aufgedeckt wird. Das heißt, seine Spielfigur wandert zum Drachen und der befindet sich auf dieser Seite am Ende. Deckt ein Spieler die Laterne auf, wandert sein Spielstein in Richtung Laterne und die befindet sich hier an dieser Seite. Spieler, die den Ausgang erreichen, die sind sicher, können aber auch in der Mine keine Goldnuggets mehr sammeln. Spieler, die in Richtung Drache weiter nach vorne gehen, haben immer die Gefahr, sie können in dieser Mine von Dragobert verbrannt werden. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Nuggets, die sind gut. Die geben dir Punkte, aber es gibt auch die Drachenkarten. Das heißt, Dragobert verbrennt eine weitere Karte. Und wehe dem, der jetzt irgendwann auf so einer Karte steht, der scheidet diese Runde aus. My Gold Mine ist ein Push-Your-Luck-Spiel. Drehst du noch weitere Karten um, sammelst du die Nuggets, gehst aber weiter Richtung Drache oder sammelst du Nuggets und gehst weiter Richtung sicherem Ausgang oder im schlimmsten Fall Dragobert erscheint und er dreht weitere Plättchen um und weitere Mitspieler scheiden diese Runde aus. Und wer hier unter dem heißen Boden kalte Füße bekommt, der kann vom Exit-Stapel eine Karte ziehen und du kannst dich dann entscheiden, gehst du lieber zwei Schritte Richtung sicherem Ausgang oder du bist ganz gemein und tauschst deine Position mit einem Mitspieler, der vielleicht sehr nah an Dragobert ist. Und wer am Ende der dritten Runde nach allen Wertungen die meisten Gold Nuggets gesammelt hat, der wird Gewinner von My Gold Mine. Ach, meine Goldmine, das ist so ein Wohlfühlspiel. Da kommt der Drache und ob er nun kommt oder nicht, dann muss man da irgendwie aus dieser Mine raus, dann kriegt man seine Golden Nuggets hin. Oh, das ist so ein Wohlfühl-Push-Luck-Spiel. Das macht Spaß, auch wenn man den anderen so einen reindrücken kann und die Plätze tauscht und so. Ach, das macht einfach Spaß. Das ist so ein richtiges, schönes Familienabsager zwischendurch oder wir fangen mal an zu spielen, Spiel. Gibt's das Wort spielen, spielen? Ist egal, das macht hier Spaß. Also, der Sack ist jetzt voll mit ganz vielen Push-Your-Luck-Spielen. Fordere dein Glück heraus. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Spielen und ich wünsche euch einen tollen Urlaub. Und selbst wenn es kein Urlaub ist, abends im Garten, auf dem Balkon, wo auch immer, fordert das Glück einfach mal heraus. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ahoi aus Hamburg, Carsten.